Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ja, im letzten Part haben wir ja hier in dieser Grotte das Ganze beendet. War für mich ein letzter Aufnahmetag sozusagen. Ich bin jetzt hier frisch an einem neuen Tag, wo ich ein paar Folgen aufnehmen kann. Wird bestimmt wieder ganz spaßig. Macht auf jeden Fall im Moment gerade wieder richtig Bock. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir es jetzt ein bisschen verbocken werden, denn, das war das mit den Pflanzen hier, genau. Wir müssen durchlaufen und dann am Schluss eventuell da so durchspringen oder was auch immer wir da vorhaben. Wir müssen mal gucken. Da gab es ja die Möglichkeit, dort an so einen geheimen Ort eventuell zu springen. Da ist ein Typ, der irgendwie nochmal hier rote Augen hat. Was auch auffällig ist, dass das oft ist, wenn ich das Spiel beginne. Also kann ja auch irgendwann kein Zufall mehr sein. Die ganzen Sachen, also diese ganze Mechanik mit ich sehe Gegner mit roten Augen oder ich kriege Heilung durch irgendwelche Nachrichten und so ein Kram. Das passiert eigentlich relativ häufig. Ah, das war sekundär, ne? Das war Quatsch, dass ich da jetzt dahin gehe. Auch wenn der was gedroppt hat. Und wir eigentlich super viele Seelen wieder haben. Also das geht echt super fix im Moment. Generell muss ich sagen, das macht mir das Altus Plateau im Moment eigentlich schon viel Spaß. Allein schon aus dem Grund, weil man echt coole Seelen bekommt, also oder Runen hier. Es geht auf jeden Fall wieder deutlich schneller, der ganze Krempel. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch, auch wenn ich weiß, dass es da vorne jetzt gefährlich wird. Ich glaube, hier vorne war das schon mit dieser Sprungpassage eventuell. So, was meinen Sie hier? Projektilwaffe versuchen. Achso, genau, für den Feind hier, den wir schon besiegt haben. Und hier ist jetzt die Situation, ja, da ist eine Sprachnachricht. Irgendwer ist darüber gekommen. Es sind sehr, sehr viele Leute hier gestorben, so wie wir jetzt. Yay, nee, hat funktioniert. Aber hier komme ich nicht durch. Traumhaft. Was soll das denn? Und jetzt hier sterbe ich. Oh ja, ich werde sterben. Oh jo, ich hänge schon fest. Ich konnte gar nicht mehr mich richtig bewegen. Okay. Also gibt es da wirklich eine Möglichkeit, auf die andere Seite, zu kommen, dort wo die Stadt ist? Ich weiß nicht. Irgendwie bezweifle ich das Ganze. Egal, gehen wir nochmal hin, noch einmal durchlaufen. Und wenn nicht, dann geht's hier weiter. Ja, ich habe euch ja schon des Öfteren meinen Plan da verzapft, den ich da gehen möchte. Was natürlich gerade geil ist, ich habe frische Kontaktlinsen an, einen frischen Kaffee, ein frischer Tag. Es ist noch am Morgen, es ist eigentlich schweineheiß gerade in Deutschland. Aber hier geht's jetzt noch. Ich kann die Tür auflassen, keiner ist zu Hause. Das heißt, auch da kein Stress. Und ich habe die Fat Roll, weil ich keinen Runenbogen nutze, was ich jetzt auch nicht machen werde. Aus logischen Gründen, glaube ich. Weil das wird wieder in die Hose gehen, das Ganze. Da machen wir uns mal nichts vor. Oh, es gibt doch noch diesen Weg. Parfümeursrobe. Jo, alles klar. Haben wir dann auch noch bekommen und gefunden. Okay, weiter geht's. So, hier runter, ne? Irgendwo. So, Parfümeursrobe, denke ich mal, wird jetzt nichts Besonderes sein. Wir laufen auch hier wieder durch. Hier gab es ja die Special-Kisten direkt in meinem Rücken jetzt. Das haben wir ja alles im letzten Part gesehen. Ja, und jetzt hier dieses blöde Secret da. Ich weiß nicht. Auf der anderen Seite runterjumpen ist halt einfach, da ist nichts, ne? Was wollt ihr mir hier sagen? Da ist ein Ast, der führt hier weg. Wenn ich hier springe oder so? Der müsste eigentlich hier hinführen, so rein vom Schatten her. Sollen wir es mal machen? Einfach voll auf Glück. Ich mach das jetzt mal. Nee. Keine Ahnung. Ach so, und meine Seelen hätte ich holen sollen. Nein. Okay, nee, ich glaube, das da wird nichts. Sollen wir es noch einmal? Komm, einmal versuchen wir es noch. Ist mir jetzt egal. Jetzt habe ich es eh verkackt mit den Seelen. Aber ich sehe da gar nichts, was da hinführen soll. Es wird auch nichts genannt, nichts gesagt. Ich laufe jetzt mal komplett durch. Und dann gucken wir uns gleich noch die Parfümeursrobe da an. Aber es liegen keine wirklich hilfreichen Nachrichten da. Es ist irgendwie kein Shortcut bis dorthin. Zumindest mal für mich nicht erkennbar. Merke ich mir dann auch mal vor, wie es hier in der Parfümeursgrotte da dann weitergeht. Keine Ahnung, was steht hier? Erstens links. Links versuchen. Ja klar, haben wir ja. Das ist das Geheimnis da unten mit den Kisten. So, dann. Aber die Parfümeurstypen da, die machen auch gut Damage, wenn sie dann mal kommen, ne? Fernkampf versuchen ist klar. Projektilwaffe versuchen, also kein wirklicher Hinweis, da ist irgendeine Nachricht wahrscheinlich, ich bin dort angekommen, also auch nichts Besonderes und hier ist Vorsicht tot oder so ein Quatsch, ne?
Keine überquerbare Stelle voraus. Ja, das ist vielleicht dann der Hinweis schon. Ziel fixieren versuchen. Die Finger versuchen. Achso, genau, dass man hier dann die Gegner fixiert und angreift. Auch ein netter Tipp, sage ich mal. Dann gab es hier diese ganzen Miranda-Geschichten und dann kam Boss Miranda oder sowas, oder? War das so? War das überhaupt hier? Na nee, gut. Ich glaube, dann kommen wir vielleicht einfach nicht dorthin. Hilft mir die Karte? Ich habe noch Aggro. Ne, die Karte hilft mir auch nicht. Ja, dann merke ich mir es einfach. Ich muss mir mal eine Liste schreiben und das dann wirklich auch mal niederschreiben. Es wird langsam echt viel. Ich glaube, ich mache das nach der Runde. Schreibe ich mir erstmal hier auf, dass es hier noch ein Secret gab. Gut, hier der Ast würde ja rein theoretisch ungefähr hier weiterführen. Aber ich sehne hier nicht mehr. Ungefähr hier wäre das. Ne, fällt mir auch ins Leere. Also, ne. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich denke, das ist einfach eine andere... Oder ein Hinweis, dass unter der Stadt vielleicht noch was lauert hier. Keine Ahnung. Wir machen hier unser Licht wieder an. Sind ziemlich im Eimer. Die Runen lassen wir unten liegen. Kommen hier raus. Und hier geht's für uns dann weiter. Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Natürlich lockt mich jetzt gerade die Stadt hier an. Oh, und da gibt's auch sogar... Oh, okay. Dann vor der Stadt irgendwie auch eine Karte oder sowas anscheinend. Und links gibt's auch noch eine Karte, wo wir waren. Dann machen wir hier weiter. Wir machen das Ganze mit Runenbogen. So viele habe ich nicht mehr. Oh, es macht gerade echt Bock. Also es hat mich natürlich hier in die Stadt echt förmlich rangezogen. Hier oben haben wir dann gesehen, dass es da auch irgendwie weitergeht. Da waren wir ja, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Folge oder sowas. Und da standen hier auch irgendwelche Ritter rum oder so. Standen da nicht noch kleine Wachen? Nö, nur die großen da. Haha, der sieht mich nicht. Warum? Hä? Warum reitet er außen eher nicht? Was soll das? Und ist hier noch was? Nö. Gut, das ist praktisch der Schleichweg dann hier rein, oder was? Hey, ist das ein Baumwächter? Jo, okay, nett. Ja, die chillen hier einfach mal rum. Zwei Bosse direkt, oder was? Jo. Stirb und fall runter. Kannst du überhaupt runterfallen? Das ist ja mal nice. Kann der runterfallen? Ohne Witz jetzt. Ich weiß es gar nicht. Ich hatte meinen Block oben, ziemlich eindeutig. Und warum konnte ich ihn... Oh, das wollte ich gar nicht, das wollte ich gar nicht. Spring runter, blocke. Ich wollte hier meine Begleiter rufen. Wenn ich sie schon rufen kann, möchte ich das auch gerne machen, Spiel. So, jetzt aber. Ballert ihn runter. So, hier. Ballert ihn runter. Ich weiß nicht, ob ihnen das auch schadet in irgendeiner Form. Ist schon geil. Ah, da macht er sein Schild da. Sprungangriff, yay. Das staggert ihn mal ordentlich. Oh, das staggert uns ordentlich. Hätte ich hier gegen beide kämpfen sollen eigentlich? Warum ist der eine einfach abgedampft? Oder werden die beide abgedampft einfach? Und ich habe mich halt mit denen angelegt. Haha. Alter, oh, ich habe eigentlich gedacht, ich hätte ihn jetzt in irgendeinen Stagger reingedonnert. Schon ein geiler Kampf, ey. Oh, ich muss aufpassen. Jetzt kommt gleich der Baumwächter von hinten nochmal, der andere. Ich dachte eigentlich, das wäre einfach nur so ein geiler Ritter irgendwie. Haben schon ein bisschen Damage, oder ein bisschen Leben die da, Viecher. Fall runter, stirb! Ich liebe meine Begleiter, voll geiler Kampf. Nice, gib mir Runen. Jetzt zieht das Spiel aber echt ordentlich an. Hä? Ja, ich muss beide besiegen, oder was? Ja, dann machen wir den auch noch weg. Haha, komm her. Ich hab Begleiter, ihr bleibt ja da, oder? Komm, was ist dann? Baumwächter Nummer 2 mit einer Fackel. Ja, ich hatte mein Schild oben eigentlich. So, komm her. Ich habe hier noch Begleiter für dich. Haha, genau die. Alter, ist das so geil. Ja, meine Sprungangriffe nutzen hier relativ wenig, oder? Ah, hier so kurz staggert er dann mal. Ah, mein Shabiri... meine Shabiri-Taktik mit diesem Armband da, Quatsch, mit dem Talisman, das hat jetzt nicht so krass geholfen bis jetzt, oder? Haha! Was ist jetzt? Jetzt war er kurz gestaggert, ordentlich eigentlich.
Ja, anscheinend zählen da nur, wenn man beide Bosse wegmacht, irgendwie habe ich es dann geschafft, dann nur einen zu triggern, weil der andere einfach mal wegspaziert ist. Locker. Und wir sind ein bisschen unter ihm, was... Dann kann er uns nicht so gut treffen. Das ist nice. Alter, der Hammer ist locker. Ja, Frost hätte hier wahrscheinlich auch gut geholfen. Tschüss, gib mir jetzt Seelen oder deine Belohnung. Gegner zu Fall gebracht. Zwei Baumwächter, die separiert kommen. Und wir kriegen Erdenbaum. Oh, Erdenbaum, Großschild und Heldenrune. Heldenrune, was ist denn das? Ist das einfach die größte Rune oder was? Benutzen, um eine Fülle von Runen zu erhalten. 15.000 Runen. Irgendwas sagt mir, dass wir das Ding behalten sollten, oder? Klar, ich könnte es auch ausgeben, aber die gibt es ja jetzt echt nicht wie Sand am Meer. Die kann ich auch nirgendwo kaufen oder sonst was. Nicht, dass irgendwann ein Händler kommt oder irgend so ein Typ kommt, der sagt, ey, hier, ich möchte eigentlich mal hier euer... Ich möchte mal so Heldenrunen haben. Weiß ich nicht. Könnte ich natürlich... Ach, keine Ahnung. Nee. Nee, mache ich jetzt mal nicht. Dann haben wir das Schild. Wahrscheinlich ein krasses Schild. Wie sieht's aus? Oh, Gewicht. Oh. Leute. Gewicht kleiner. Kann heilig besser abwehren. Magisch ist vergleichbar. Feuer und Blitz ist schlecht. Da müsste man dann was machen. Achso, und der Abwehrbonus ist richtig schlecht. Mit 60, das ist natürlich nicht so geil. Ja, man könnte es noch weiter aufwerten. Das Gewicht hat mich jetzt gerade gelockt. Egal. Goldene Vergeltung. Hebt den Schild, um seinen Schutzzauber zu entfesseln. Hierdurch neutralisiert ihr Zaubereien und Anrufungen und schlagt mit goldener Macht zurück. Dieser wuchtige Großschild aus Gold wurde durch eine alte Schutzanrufung gesegnet und wird vom Orden der schwer bewaffneten Baumwächter genutzt. Die Baumwächter sind der lebende Schutzwall des Erdenbaums und der Standard, den alle Beschützer des Erdenbaums anstreben. Lache ich mich kaputt. Ich habe ein Eclipse Großschild. Ist in ziemlich allen Werten, also bei Blitz 6% besser, bei Feuer 8% besser, bei Magie 6% besser. Nur bei Heilig ist es deutlich schlechter. Da ist das Schild hier halt mega bei irgendwelchen heiligen Gegnern. Ja, das ist natürlich, das kann man dann schon nutzen. Und Abwehrbonus ist halt deutlich schlechter. Ja. Was hatten wir noch für Schilde? Das Ding hier. Das ist insgesamt ausgeglichener, muss man sagen. Hat einen höheren Abwehrbonus, war aber auch schwerer, ne? Ja, genau, ist deutlich schwerer. Der goldene Großschild. Das wäre eigentlich so mein Ding, was ich tragen würde. Weil es eben ausgeglichener ist und einen hohen Bonus hier direkt standardmäßig hat von 70. Warum eigentlich das Ding hier nicht? Vergoldeter Großschild 17,5. Das ist noch schwerer. Ja, ist wahrscheinlich einfach nur das schlechtere Schild im Verhältnis zu dem goldenen Großschild. Würde ich sagen. So Pi mal Daumen. Ja, kann man auch tragen. Hat ein bisschen schlechteren Bonus und hat halt ein bisschen schlechteres Gewicht. Ja, keine Ahnung. So können wir es machen. Sehr schön. Ja, jetzt räumen wir hier von hinten auf, oder was? Ja, die Heldenrunen. Natürlich könnte ich den ganzen Kram jetzt zünden, könnte wieder ein Level aufsteigen. Also so schnell wie hier geht's echt nirgends. Falle voraus, ja, wenn ich von der anderen Seite komme, ne? Oh, da ist irgendwie auch ein Komet oder sowas eingeschlagen. Also hier locken sie mich jetzt mit allen möglichen Sachen an. Ist schon ganz geil. Da ist irgendwas. Hier ist wirklich alle 2 Meter jetzt irgendwas, was mich in irgendeiner Form anlockt. Wir haben etliches an Runen. Ja, 20.000 Runen. Hätte ich es jetzt nicht mit meinen Sprungpassagen da verkackt, hätten wir da jetzt schon was machen können. Okay. Was geht denn mit dir ab? Das ist doch auch Recycling, oder? Den kennen wir doch schon. Kann ich dich besiegen? Oh, hier. Sternenfallbestie. Okay. Alter. Von einem Bosskampf in den nächsten. Habe ich überhaupt noch Möglichkeiten, irgendwen zu rufen? Ich bleib mal stehen. Das Ding hatten wir mal in so einem Dungeon, da ja, kam das mal. Ne, ich habe keine Möglichkeiten zu rufen, weil mein Mana nicht stimmt. Moment. Ich muss mal kurz saufen. Sorry, Sternfallbestie. Dann rufe ich jemanden für dich, der dich ein bisschen niederballern kann. Ja, bleib mal locker. Also unser Schild ist natürlich echt mega, ne? Dingelingeling. Oh, scheiße. Ah, komm, ey, lass die am Leben. So haben wir nicht gewettet.
Und ich muss mal weg von denen. Komm, wir dürfen nicht hier kämpfen. Nicht hier. Komm, bei mich. Bei mich. Lass meine Freunde gehen. Die wollen dich nur ein bisschen wegballern. Ups. Ach, schon geil, ey. Ja, mit stumpfen Waffen kann ich dem wahrscheinlich besser beikommen, da ich den echt so locker wegblocken kann mit der supergeilen Abwehrhaltung, was wir gerade gesehen haben. Ist ja für mich natürlich jetzt nicht so schwierig. Rums. Autsch. Rums und Autsch. Okay, da passiert was. Oh, nicht schön. Ey, lasse gehen. Die wollen dich doch nur niederschießen, Mann. So, geht eigentlich klar, oder? Ist der hingefallen? Oh ja, der ist hingefallen. Irgendwie wurde er von mir oder denen gestaggert. Wahrscheinlich nochmal, weil sie ihm vorne ins Auge reingeballert haben, in sein nicht vorhandenes Auge. Oder weil ich ihm hinten an die Hinterhaxe da geballert habe. Ich bin durch dich durchgedodged, Junge. Jetzt aber. Okay. Oh, das war Glück. Das war Glück. Glück und Pech zugleich. Wo ist mein Kollege, der ballert? Okay. Mein Ballerkollege. 29 Schaden. Hier. Haha. Mein supergeiles Eclipse-Großschild. Oder wie es auch immer heißt. Ich nenne es einfach so. Ist ein cooler Name. So, hier. Sprungangriff. Oh, Glück gehabt. Wieder ein Schlag ins Nichts. Also die Höhenunterschiede kann man manchmal auch gut für sich nutzen. Alter. Nö. Nein. Oh, 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 oh. Jetzt keinen Quatsch machen. Das war super knapp. Ich heile mich besser mal ganz hoch. Jetzt hat er mich fast gehabt. Da hatte ich jetzt echt mega Glück. Was macht denn der da? Ist der bescheuert? Bist du bescheuert? Komm schön in dein Loch. Komm in dein Loch. Höhenunterschiede ausnutzen und so. So, hier machen wir einfach normale Schläge. Was hält der eigentlich von Pieksen? Wahrscheinlich wenig, ne? Mach den mal... Oh. Okay. Ist mein Ballerkollege noch da? Ne, der ist nicht mehr da. Geballert wird hier nicht mehr. Komm, hör auf mit deinen komischen Blitzen. Jetzt wird es doch nochmal eng hinten raus. Ich muss ein bisschen in die Offensive kommen. Rums, an den Schädel. So sieht es nämlich aus. Oh komm, ey, das ist unfair. Ach nö, jetzt verkacke ich es noch auf den letzten Metern. Wie sieht es mit Fernkampf oder Pieksi aus? Gucken wir mal. Müsste ja eigentlich auch gut gehen bei dem. Weil so ist ja eigentlich super langsam. Aber macht dem wahrscheinlich gar keinen Schaden, oder? Nee, zu wenig. Okay. Was geht denn jetzt ab? Ich will laufen. Lauf, lauf, Monty. Komm, fall einfach hin. Wie sieht denn dein Stacker-Schaden aus? Ja gut, er ist mittlerweile echt nochmal abgelaufen, oder? Es wird nochmal super knapp, ey. Pixie und Frost kann ich haken. 3-4 Treffer noch. Und er braucht mich ein-, zweimal zu treffen, ne? Ich dachte eigentlich, ich hätte ein Angriffsfenster. Bitter. Ach komm schon, ich möchte ihn nicht wieder machen. Okay, jetzt macht er seinen Anstürm-Move da. Komm, da am Schluss bist du bestimmt langsam. Nein, bist du nicht. Oh, Alter, es war knapp. Das überlebe ich nicht. Ach, Mist. Mann. Ah, wie ärgerlich. Ah, nee. Marikas Pfahl direkt in der Nähe. Oh, der war eigentlich leicht, oder? Boah. Ärgerlich. Viele, viele Tote in der Folge. Was könnte ihn wirklich beschäftigen? Meine Ballerkollegen, waren die jetzt wirklich stark gegen ihn? Ja, ich mach's mit denen wieder. Komm, ich bin euch treu. Ich bin euch treu. Achso, genau, wir brauchen einen Runenbogen. Wir holen da vorne unsere Seelen mit. Und dann geht's auf zur Sternfallbestie. Ich stell die wieder hier außen hin. Die waren ja... Ah, ne, Quatsch, die waren nicht angeschlagen, meine Kollegen. Ah, da ist er, ja. So, jetzt stelle ich sie vielleicht einfach schon mal generell klüger hin. Zum Beispiel jetzt. Und kriege nicht direkt schon den ersten Hit ab.
So, und ansonsten ziehe ich ihn jetzt hier an. Komm, 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 komm. Hallo, Freund. Freund, komm. Komm. Da schießen welche auf dich. Ignoriere die bitte. Oh, 118 Schaden. Oh. Die machen schon guten Schaden. Ja, kann man schon schönen Druck ausüben. So, was hatte ich eben gestaggert? Waren die das oder war ich das? Weil ich dir immer so schön aufs Beinchen gekloppt habe. Keine Ahnung. Komm, aufs Beinchen. Normalerweise reichen immer 2-3 Hits aufs Beinchen. Aber es muss das gleiche Beinchen sein, oder? Das hier, oder? Genau, und da können wir sogar kritisch mal reinkloppen. Komm, dann machen wir es auch mal, auch wenn ich es nicht so feiere eigentlich. Stagger Schaden. Ja, offensiv geht der eigentlich, ne? Wenn man offensiv rangeht. So, ich scheue mich sicherheitshalber. Etwas zu früh wahrscheinlich. So, bleib mal ganz locker. Lass meine Leute am Leben. Ja, das ist das Doofe. Wenn ich diesen Sprungangriff mache, bin ich einfach zu lang, wo ich nichts machen kann. Als zu lang, jo. Da geht zu lang nichts. Komm, sterben wollte ich jetzt nicht. Ich wollte dich schon besiegen, mein Freund. Ja, den Move hier, wo er mich umstößt. Den kann ich aber wegblocken rein, theoretisch. Mache ich auch gerade. Ich kann natürlich auch wegdodgen. Oh, aber wenn es dann schief geht. Oh, wenn es schief geht. Oh, 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 oh. Ach, ist doch nicht wahr. Mann. Muss ich ja wegdodgen, oder was? Oh. Runenbögen. Oh, nee. Gut, wegpieksen. Was mich einfach nervt am Hammer, ist wirklich, wo andere Waffen Angriffsphasen haben, habe ich hier nicht wirklich eine, weil dann mache ich zwar meinen Angriff, setze den durch, aber dann haut er mich immer danach noch einmal. Habe ich jetzt den Runenbogen genutzt? Nee, ne? Oh, Mann, ey. Ne, gut, hab ich nicht. Oh, unnötig, Mann. Jetzt versuche ich es mal mit dem Pieksen. Stell wieder die Kollegen hier ab. Was für ein Talisman habe ich denn überhaupt so als drittes hier drin? Und ich muss natürlich meine Seelen noch holen. So, kann ich dem mit Pieksen beikommen? Nicht so wirklich. Also ich habe dann keine Stagger-Phase, habe aber vielleicht so diese Phase, wo ich dann halt hier, ja Gott, ich kann seine Beine anvisieren. Hä? Was? Spiel! Oh nee, da hinten irgendein Gegner anvisiert. Gut, okay, da hole ich wenigstens die Runen mit. Ich habe jetzt gedacht, das wäre sein Hinterbein gewesen. Also das Anvisieren in dem Spiel, ne, das ist manchmal echt geil. Komm, Sternenfall, Idiot, eigentlich bist du leicht. Warum tue ich mir gerade so schwer? Jo. Echt ein paar dumme Hits kassiert. Unfassbar dämlich. Aber jetzt tue ich mir irgendwie schwer. Komm, bleib doch einfach mal stehen. 86 Damage. Das kann lang dauern, der Spaß hier. Ja, die sind echt schnell weg. Wenn jetzt die Skelette zum Beispiel wieder aufstehen würden, wäre natürlich irgendwie sinnvoller. Die würden ihn länger nerven. Pieks. Ja, ich kann über den Ausdauerkampf gehen hier und dann auf Frost hoffen. Ja, und das hier besser blocken oder sowas. Wenn er mich da trifft, ist nämlich ganz Feierabend. Oh. Da kommen irgendwelche Leute angebrettert da unten. Gefällt mir nicht. Bleibst du bitte mal hier? Hallo, ich wollte dich eigentlich ganz easy besiegen. Das war so nicht geplant. Nee, will er nicht. Zum letzten Moment wegdodgen geht er noch so halbwegs. Komm, Frost, hallo. Froste doch mal. Nein, irgendwie. Okay. Also doch, Hammer. Ja, aber das meine ich halt. Wird der enge Kiste, glaube ich. Ey, ne? Mein Dodge-Timing ist echt Katastrophe gerade. Was mache ich da? Oh, okay, ich mache Damage. Ja, ich werde getroffen. Die Heilung ist mit einkalkuliert. Was wird das jetzt? Ah, okay, da macht das so nah an sich. Hat es mal einen schönen Arschklatscher gegeben. Ja, mit dem Hammer bin ich da irgendwie noch zufrieden. Ne? Okay, das macht wieder so nah an sich. Da habe ich auf jeden Fall eine Phase, wo ich angreifen kann.
Also spätestens nur, wenn man das nutzen würde. Immer weggeht, Schild hochhält und einfach wartet, bis er das macht. Selbst das hier kann man eigentlich wegblocken. Auch wenn es nicht so gedacht ist, glaube ich. Weil eigentlich soll man es wahrscheinlich ausweichen. Aber auch da kriege ich am Schluss einen Free Hit. Ne, kriege ich nicht. Da macht er wieder seine Nahattacke da. Also es ist ein Umgebungsangriff nah an sich. Und da hat man, wie gesagt, immer einen Free Hit. Schild hochhalten. Ja, aber das meinte ich. Jetzt hier. Ich mache eigentlich keinen Spielfehler. Das ist einfach meine langsame Waffe. Mann! Gibt's doch nicht. Alter. Scheiße. Oh, Mann, der nervt mich jetzt. Oh, jetzt verbrauche ich hier wirklich alles. Das ist nur die langsame Waffe, ich schwör's euch. Ich schlage rein und bis ich nochmal stehe, ist die Waffe nicht so optimal gegen den. Wenn ich eigentlich schlage, kann ich dann direkt, ne, wegdodgen. Vielleicht kann ich das mal versuchen, ob... Ho, 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 ho. Ob ich das irgendwie für mich nutzen kann. Vielleicht bessere Begleiter hier dazu holen. Ich glaube, ja, jetzt habe ich es halt raus, wie ich gegen ihn kämpfen kann. Aber das nervt mich gerade echt mit der kacklangsamen Waffe, ey. Deswegen mag ich die manchmal nicht so. So, hol mal andere. Hol mal die Skelette mal mit. Nein? Oh, ich bin so raus. Sag mal, Ina, jetzt hole ich ihn einfach mit. Was soll's? Jetzt bist du mal dabei. Ich bin so lost gerade. So, Tricia ist dabei. Auf geht's. So, Sternenidiot. Das gibt's doch nicht. Wenigstens werde ich hier gebufft von der in regelmäßigen Abständen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich hier Skelette mitnehmen. Komm, bleib hier, mein Freund. So, hier, das ist natürlich jetzt nicht so schlecht, eventuell. Ich weiß gar nicht, greift die irgendwie großartig an? Ey, das ist doch jetzt nicht wahr, Mann. Ah, okay. Das konnte ich aber jetzt wegheilen, oder was? Hä? Was geht denn jetzt ab? Hallo, Spiel! Ne, das Spiel mag mich einfach nicht mehr. Alter. Gut, wir haben jetzt einen legendären oder einen stärkeren Begleiter dabei, offiziell. Ich wollte gerade sagen, hier kann ich dann ja eigentlich reinhauen. Wollte ich eigentlich, weil ich bin ja, hab ja den Buff drauf. Ich mache mehr Damage auf jeden Fall. Weil sie mich irgendwie auch offensiv gebufft hat. Danke, Tricia. Und solange sie keine Aggro nimmt, bin ich da voll dabei. Ja, die heilt sich... Oh, stimmt, die gibt sich ja selbst auch immer wieder, diesen Defense-Buff. Nett. Den sie mir gerade nicht gibt, was gerade schlecht für mich ist. Okay. Hallo, Tricia. Wie wär's mit einem Buff? Da. Tricia, nein, nein, geh mal weg. Du machst hier... Jetzt musste ich den Hit absichtlich fressen. Komm, Tricia, was ist dann mit dir? Die chillt da einfach eine Runde. Das war doch Defense Buff, oder? Was man gerade da hingeschmissen hat. Wenn ich da reingehe oder so. So ne, das ist der Goldene dann. Hier, der da, genau. Ups. Es ist weg, oder? Spiel! Ja, der hat die direkt platt gehauen. Gut, okay, die hält echt nicht lange durch. Ah, jetzt macht er wieder seinen Nah. Ne? Ah, ne, gezielt auf mich. Das ist ja ekelhaft. Das ist einfach nur gezielt auf mich, oder? Da muss ich wegdodgen. Haha. Komm mal zu uns, Deckerschaden. Ah, also die Begleitung war jetzt nicht so geil. Was war das jetzt gerade? Oh, wenn ich es jetzt nicht schaffe, ey, dann bin ich echt raus, dann bin ich genervt. Wahnsinn, der ist eigentlich so leicht. Das nervt mich gerade. Aber manchmal... tut man sich dann an leichten Bossen dann auch mal schwer. Komm, wir können dodgen. Ah, haha, du hast mich unterschätzt, mein Freund. Ich kann doch noch ein bisschen dodgen. So, irgendwas haut dir da hinten weg. Alter. Alter, ich kann nicht mehr. Nein. Hör auf damit. Ja, macht so ein Ding da. Okay. Ausdauerreck wäre auch was Schönes, glaube ich, für mich. Oh, nee, nicht nochmal gezielt auf mich. Hör doch auf mit so einem Schrott, Mann. Nee, das ist echt... Was soll denn das? Das ist ein bisschen fies. Habe ich jetzt noch keine Kontertaktik irgendwie rausgefunden. Außer vielleicht im richtigen Moment zu dodgen. Aha. Ja, ich kann das Kriegsgebrüll noch nutzen. Komm, einmal. Ah.
Kriegsbrüllen, yay! Yeah. Jetzt bin ich aber böse, Junge. Ja, am Schluss so wegdodgen. So irgendwie wird's gehen. So, du hast mich echt böse gemacht. Ich glaube, das macht er nur, wenn ich weit von ihm wegstehe, oder? Dann hier macht er die Nahkampfattacke. Die gefällt mir ja eigentlich. Die will ich eigentlich provozieren. Das heißt, ich gehe nah an ihn ran. Das scheint ihn zu stressen. Klar, er kann mich dann auch stressen mit seinen zu schnellen Angriffen. Hier, Ausdauerreck, Ausdauerreck, Ausdauerreck. So, geh nah ran. Geh nah ran. Geh nah ran. Geh nah ran. Keine Magie, keine sonstigen blöden Angriffe. So, langsamer Hit. Ausdauerreck, Ausdauerreck. Ah, das hat schon irgendwie nochmal Souls-Momente, das hier. Einfach mal auf die Ausdauerreck auch mal zu achten. Das hat mich vorher irgendwie nicht so ganz interessiert, nicht oft. So, hier habe ich jetzt eigentlich immer eine Möglichkeit. Ja, Damage ist halt auch nicht so krass, oder? Halt doch mal hin, Mann! Oh, na, er macht den Nahangriff, bitte, und ich habe es zu spät gecheckt. Was würde ich für einen schönen Damage machen? Oh, jetzt macht er den hier, ne? Macht das auch, wenn ich dann nah an ihn rangehe? Ja, das interessiert den nicht. Schade eigentlich. Komm, fall doch mal hin. Fall mal hin. Das gibt's doch nicht. Ich hau dir eine ganze Zeit auf der Arsch drauf. Und das interessiert ihn einfach gar nicht. Ah, hier, okay, meine Ausdauer nochmal. Oh, er macht's schon wieder. Schild hochhalten, bevor ich sterbe. Ich bin eigentlich noch schön weggedodged, hätte ich jetzt von mir selbst behauptet. Aber das interessiert hier keinen. So. Oh, Glück gehabt. Komm, nah ran, nah ran, nah ran. Mach irgendwas. Irgendwas, was stresst. So, komm. Hinterbeinbearbeitung. A la Monty. Hinterbeinbearbeitung. Oder so ähnlich. Nein. Okay, Ausdauer regenerieren. Ich hätte den Talisman auswählen sollen. So, Hinterbein, Hinterbein, fall um, Mann. Nee, interessiert hier keinen. Ausdauerreck, Ausdauerreck, bevor er ihn Quatsch macht. Oh, oh. Mach's. Fall doch um, Mann. Das gibt's doch nicht. Was ist da mit deinem Stagger? Also hier, Betäubung, Standschaden, Dingens, Haltung. Komm, du hast keine Haltung mehr, mein Freund. Du weißt es nur noch nicht. Aber cooler Bosskampf, gefällt mir. Endlich mal einer, der ein bisschen fordert, sag ich mal. Wo ich das Gefühl habe, den will ich jetzt auch machen. Oh, oh Kacke, ey, jetzt komm. Jetzt mach keinen Quatsch jetzt noch. Auf die letzten Meter. Was war denn das jetzt? Ich tanke es weg. Absichtlich. Okay, tschüss. Ho, 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 ho. Gegner zu Fall gebracht. Teuer. 11.000 Seelen. Dunkelschmiedestein 5. Schmiedestein 6. Oh, einige Male. Okay. Gravitationssteinfächer. Und irgendwelche Brocken. Okay. Ja, für die Schmiedesteine und so war es jetzt dann ganz nett. Ansonsten eher weniger. Hoi, 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 krass. Ja, hat es mich mal einfach hier reingelockt, das ganze Ding da. Wie gesagt, die Stadt hätten wir wegschauen versuchen. Ja, ist echt so, ey. Ja, da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part dann an der Stelle hier weiter. Dann werde ich, keine Ahnung, was machen. Eigentlich will ich hier noch die Karte aufdecken und dann wahrscheinlich in... unten in Caelid weitermachen, aber oh, oh Gott, ich wollte mich verabschieden, Mann. Leute, jetzt nervt nicht rum mit eurem beschissenen Zauber da. Oh, was geht mit dem ab? Ich habe noch Heilung, meine Freunde. Ihr habt mich unterschätzt. Ihr wolltet mich angreifen, als ich schwach schien. Doch dann kam der dicke, fette Hammer und schwung euch weg. Nee, hat Laune gemacht. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Ist irgendwie ein cooles Gebiet. Da sind sie, die Baumwächter. Jo, alles klar. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.